The needs of our planet were greater than she could supply. So we went beyond the reaches of our atmosphere. The new frontier offered the promise of a new beginning. But the distance gave way to a movement with no connection to the place we call home. New rules, new ambitions, a new enemy. Ja, ihr seid richtig. Das ist Kit Harington, den ihr sonst aus Game of Thrones kennt. Da ist er Jon Snow, hier ist er der absolute Oberbösewicht, Admiral Koch. Insgesamt ist die ganze Kampagne durchsetzt von brillanten Schauspielern, die ihr aus Film und Fernsehen kennt. Das ist ein großer, großer Vorteil der Singleplayer-Kampagne von Call of Duty Infinite Warfare. Der Protagonist, den ihr spielt, wird zum Beispiel von Brian Blum gespielt, den ihr als Bösewicht zum Beispiel aus dem neuen A-Team-Film kennt. Trotz Science-Fiction-Setting habt ihr die ganze Zeit in Call of Duty Infinite Warfare eigentlich keine Zeit, euch die technischen, tollen Neuerungen anzuschauen, die es so gibt für euch. Denn ihr habt einfach zu viel damit zu tun, einen kompletten intergalaktischen Krieg zu führen. Das Storytelling zusammen mit den genialen Schauspielern sorgt auch dafür, dass Call of Duty Infinite Warfare das erste Mal nicht so pathetisch ist, so furchtbar heldengetrieben, sondern einfach viel besser zusammengesetzt und so eine bessere Story für euch generiert. Das Science-Fiction-Setting funktioniert auch extrem gut. Ich bin nicht so ein Fan von den ganzen Spaceship-Dogfights, die im Spiel vorkommen, aber ich denke mal, andere werden das anders sehen. Ihr habt während des ganzen Spiels keine Zeit, mal Luft zu holen. Das ist typisch für Call of Duty, für die Serie. Die geskripteten Events gehen extrem schnell ab. Es ballert, es bumst, es knallt. Überall geht es richtig ab. Ihr habt schlicht keine Zeit, euch um was anderes zu kümmern. Dabei startet die Kampagne von Infinite Warfare eigentlich relativ klassisch. Die Erde hat nicht mehr genügend Ressourcen, ist in den Weltraum gegangen. Natürlich gefällt das einer anderen Gruppe nicht. Schwarz, Weiß, Protagonisten, Antagonisten. Und die Bösen, in diesem Fall die Settlement Defense Force, ist sehr aggressiv, blockiert die Handelsrouten und versucht, alle möglichen Kolonien unter ihre Kontrolle zu bringen. So geht es für euch auch gleich voll zur Sache, nachdem ihr kurz auf der Erde gesehen habt, was die SDF den Menschen so antut, den Zivilisten, kommt ihr im Weltraum in eine Gefechtssituation und bekommt sogar gleich Kommando über euer erstes eigenes Schiff. Ihr seid ein bisschen mehr heldenhaft als andere Leute. Das ist aber nicht ganz so pathetisch, liegt auch wieder an dem Schauspieler, der den Nick Race verkörpert. Im Verlauf der Kampagne findet ihr immer neue Waffen, neue Perks und könnt euren Charakter verbessern, nicht nur im Multiplayer, sondern auch im Singleplayer. Insgesamt ist die ganze Kampagne eine relativ atemlose Hatz nach vorn, aber das wirkt nicht aufgesetzt. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass es keine großen Kapitel gibt, keine Episoden, sondern dass es einfach immer im Konflikt weiter nach vorne geht. Es gibt, was neu ist, auch Kämpfe in der Schwerelosigkeit, an die muss man sich erstmal gewöhnen. Dann gibt es natürlich normale Sachen, wie es bei jedem Shooter es gibt, also zu Fuß. Und natürlich die Weltraumkämpfe. Da bin ich nicht mit anderen Kritikern so d'accord. Das liegt daran, dass ich kein besonders großer Fan von den Flugmanövern und den Weltraumkampfszenen bin. Das ist aber wiederum Geschmackssache. Insgesamt kann man nur sagen, dass die Kampagne wenig pathetisch, geniale Schauspieler, von der Story her genial ist. Sie wird immer weiter nach vorne gebracht, obwohl es eigentlich, wenn man sich das wirklich anguckt, nur ein paar Missionen sind, hier auf dem Planeten, da auf dem Planeten. Da kommen noch ein paar ganz interessante Sachen, die ich jetzt nicht spoilern will. Und hin und wieder seid ihr halt mal im Weltraum oder in der Schwerelosigkeit. Wo ich aber allen anderen auch zustimmen möchte, ist, dass die Story und die Kampagne
für Singleplayer von Call of Duty Infinite Warfare auf jeden Fall die beste seit Modern Warfare ist. Lange hatte ich nicht mehr so viel Spaß und habe das gerne durchgespielt. Ich habe jetzt 6,5-7 Stunden gebraucht ungefähr. Man kann es bestimmt auch schneller schaffen oder man braucht länger. Das kommt natürlich so ein bisschen auf den eigenen Spielstil an und wie oft man so blöd ist wie ich und in der Nähe von einem brennenden Fahrzeug mit drauf geht. Infinite Warfare sieht zwar gut aus, aber man sieht schon so ein bisschen die Betagtheit der Engine. Hier könnte vielleicht mal ein bisschen was weiterentwickelt werden, was aber für euch nicht unwichtig sein dürfte, wenn ihr Call of Duty Infinite Warfare auf dem PC spielt, ist, dass ihr, wenn ihr Infinite Warfare, Modern Warfare Remastered und Modern Warfare Remastered Multiplayer gemeinsam installieren wollt, fast 130 GB freien Festplattenspeicher braucht. Das ist meine Ansage. Apropos Modern Warfare Remastered. Wie die meisten von euch natürlich wissen, ist das Teil von Infinite Warfare. Ich muss hier, glaube ich, nicht groß drauf eingehen. Jeder kennt die Kampagne, jeder kennt die Story und die Story ist extrem gut und eine der besten Kampagnen aller Zeiten in einem Shooter. Das ist einfach nur grafisch sehr, sehr schön erweitert worden, aber an der Originalatmosphäre von Modern Warfare hat sich nichts geändert. Übrigens gibt es auch Side-Missions bei Infinite Warfare. Die könnt ihr durchaus einfach übergehen, aber sie helfen euch, weil ihr dafür Erweiterung, Verbesserung eures Kampfanzugs, eurer Waffen etc. bekommt und weil ihr noch ein bisschen mehr Story-Einblick kriegt. Klar könnt ihr sie einfach skippen, ohne dass es Probleme mit der Hauptgeschichte gibt, aber ich würde euch raten, einfach mal reinzuschauen. Klar, es ist Call of Duty, sprechen wir also über den Multiplayer. Darüber kann ich eigentlich nicht so viele Worte verlieren, weil sich der Multiplayer null geändert hat. Die ganzen genialen Ideen wie Schwerelosigkeit, Kampf in Schwerelosigkeit, Fahrzeuge etc. findet ihr alles im Multiplayer nicht. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass Infinity Ward den E-Sport-Aspekt von Call of Duty einfach etwas ungeändert lassen will, damit es nicht zu große Probleme in der Call of Duty Liga gibt. Es hat mich ein bisschen enttäuscht, aber es ist halt so. Es gibt keinerlei Kämpfe in Schwerelosigkeit. Es gibt das Standard-Perk-System, Waffen-Perks und Verbesserungen und Individualisierbarkeit von Waffen. Ihr habt dieses Mal keine Specialists, sondern Combat Rigs. Das sind einfach so eine Art Exoskelette, die sich einfach nur für eure jeweilige Aufgabe und an euren eigenen Spielstil angepasst werden können. Insgesamt muss ich zum Multiplayer nichts sagen. Wer ihn vorher mochte, wird ihn jetzt auch mögen. Es hat sich nicht groß was geändert. Genauso ist es für Modern Warfare Remastered. Der Multiplayer ist genauso gut, wie er früher war. Sieht jetzt bloß ein bisschen besser aus, aber insgesamt ist es ein stimmiges und eigentlich sehr geniales Paket, was ihr mit Infinite Warfare bekommt. Also schaut auf jeden Fall rein. Denn wenn ihr im E-Sport unterwegs seid, müsst ihr sowieso den neuesten Teil von Call of Duty spielen. Die Leute, die die Kampagne von Modern Warfare nochmal erleben wollen in besserer Qualität, super geile Idee. Ihr kriegt 3 Spiele im Endeffekt und das zusammen ist auf jeden Fall den Blick wert. Mir hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie immer gilt, lasst ein Like da oder ein Dislike, wenn ihr andere Meinung seid. Hinterlasst einen Kommentar, damit ich mich verbessern kann. Und vergesst nicht zu abonnieren. Dann habt ihr immer die neuesten Infos von mir und OldNerdTV in der Inbox. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.